Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Elvira 2. Ganz ehrlich, habt ihr gut geschlafen? Habt ihr von Elvira geträumt? Oder von irgendwelchen fiesen Monstern, die uns umbringen? Also ich habe nicht von Elvira geträumt, aber ich habe auch nicht von Monstern geträumt. Ich habe einfach nur sehr gut geschlafen. So. Aber wir sind immer noch in der Bibliothek. Mal schauen, ob die Folge wieder ein Let's Read wird oder ob wir uns nochmal ein schönes Plätzchen zum Sterben suchen können. Oh Mann, okay. Wir lesen. Aber wir brauchen jede Information. Die Theorie der Wiederbelebung. Ein sehr altes Buch mit Details zum Wiederbelebungsspruch. Moment, den gibt's auch in unserem Zauberbuch. Brauchen wir einen streng riechenden Gegenstand? Verliert der Spieler das Bewusstsein, wird er automatisch geheilt. Dieser Spruch wirkt nach seiner Benutzung, bis er benötigt wird. Das ist sehr sinnvoll. So, was steht hier noch dazu? Durch Wiederbelebung wird eine tote Kreatur ins Leben zurückgebracht. Das Prinzip ist, dass durch Zurückholung des Geistes in diese Ebene und anschließende Schaffung einer lebenden Hülle das Leben zurückkehrt. Es handelt sich um einen mächtigen Spruch, der viele Forschungen nötig machte, um seine Geheimnisse den modernen Zauberern offenzulegen. Die erforderlichen Gegenstände für die Anwendung werden alle genauestens erläutert. Der Spruch wirkt in mehreren getrennten Stufen, deren erste die Regeneration ist. Um die Seele für den neu zu schaffenden Körper zu rufen, brauchst du drei Teile ihres Körpers. Hä? Entnommen, als diese noch am Leben war. Der Spruch basiert auf der Theorie, dass nur drei Dinge einen Körper von anderen unterscheiden. Das Gehirn, das Herz und die Haut. Je ein Stück von diesen drei ist nötig, um einen Körper für die Seele zu erzeugen. Der Körper muss an einem religiösen Ort erschaffen werden, denn nur hier berühren sich die Welt der Geister und die Menschen eng genug, um den Übergang zu gestatten. Dann folgt die Beschwörung. Dafür brauchst du eine Sache, die der Seele zu Lebzeiten viel bedeutete. Dieser Gegenstand lockt die Seele auf unsere Ebene, wo sie versuchen wird, in den für sie geschaffenen Körper einzudringen. Die letzte Stufe nennt man die Verbindung und ihr Zweck ist, neues Leben in die Körperhülle zu bringen, sodass der Geist sie wieder in der physischen Welt kontrollieren kann. Zu diesem Zweck muss die Schale einer lebenden Kreatur benutzt werden, um den zurückkehrenden Geist zu beherbergen. Ist das getan, wird der Geist in den Körper gezogen. Hüte dich vor dem Kraftverlust durch diesen Spruch. Es kann viel Ruhe erfordern, um sich zu regenerieren. Das ist nicht das, was ich vorgelesen habe. Moment, da war doch, glaube ich, noch irgendwas anderes. Genau, Auferstehung. Da haben wir nämlich die unbekannten Zutaten und das bringt eine heilige Person ins Leben zurück. Also wahrscheinlich nicht uns. Brauchen wir eh Stufe 10 für. Okay, behalten wir im Hinterkopf. Ich werde das jetzt nicht alles aufschreiben. Ich habe ja mein Videogedächtnis im Fall der Fälle. Leider können wir die Bücher nicht mitnehmen zum zwischendrin schmökern. Aber okay. Also. Okay, das ist nicht für uns. Das ist nicht unser Wiederbelebungszauber. Aber zumindest haben wir jetzt mal die Zutaten. Aber dass man das Gehirn, das haben wir ja benutzt von dieser einen Person da im Keller, die da in Gläsern liegt. Aber war vielleicht auch nicht von einer heiligen Person. Also muss es irgendwo noch ein Gehirn und Haut und was auch immer geben. Oh je, okay. So, das war schon mal okkult, war recht wenig. Ist noch irgendwas? Nein, ist nichts in den Raum gefallen. Dann schauen wir weiter. So, Medizin. Dr. Frankensteins Theorie, dieser medizinische Bericht handelt vom Werk des führenden Pathologen Dr. Frankenstein. Also Frankensteins Monster hatten wir schon gefunden. Ein medizinisches Phänomen, das gerade erst ans Tageslicht kommt, sind die Leichenärzte. Diese pervertierten Pathologen praktizieren die unheilige Frankenstein-Theorie, bei der versucht wird, Tote zum Leben zu erwecken. Seltsamerweise wurde diese Praxis nie geächtet und diese Ärzte praktizieren frei auf der ganzen Welt. Christen finden diese Praxis ziemlich widerwärtig und es gab bereits viele Beschwerden und Petitionen. Keine davon war erfolgreich und jetzt wird massiver vorgegangen. In Form von Gewaltanwendungen. Viele Labors im ganzen Land wurden bereits attackiert und die Geräte zerstört.
Ein Labor brannte bis auf die Grundmauer nieder und die Trümmer wurden mit vielen, vielen Kreuzen gezeichnet. Einem Forscher wurde von einem Fanatiker sogar ein Kreuzzeichen auf die Stirn gebrannt. Was aber geschieht nun genau in diesen Laboren? Viele befassen sich mit Tiefschlaf, der Technik, eine Person einzufrieren und sie dann künstlich zu versorgen, in der Hoffnung, den Menschen eines Tages wieder ins Leben rufen zu können. Das Verfahren ist noch im Versuchsstadium und kann bisher kaum Erfolge vorweisen. Viele Menschen, die an der Schwelle zum Tode stehen, nehmen das Risiko aber gerne auf sich. Über andere Techniken kann man nur spekulieren, da sie streng geheim gehalten werden, doch es gibt Gerüchte. Hinweise auf perverse Operationen und Sektionen werden von den Behörden jedoch ignoriert. Die Theorie selbst beruht auf der Arbeit des bekannten Dr. Frankenstein, dessen Behauptung, der menschliche Körper sei lediglich ein seelenloses Behältnis voller Chemikalien, die Welt schockierte. Nach dieser Theorie besitzen wir keine Seele, sondern nur ein komplexes Gemisch aus Chemikalien, das unsere Aktivitäten lenkt. Er sagt auch, er habe bereits Leben aus dem Tode erzeugt, was den vielen Filmen über das Leben seines Großvaters Auftrieb verschaffte. Viele Wissenschaftler bezeichnen diese Behauptungen als Gestammel eines Irren. Es wird sich zeigen, was wahr ist. Die Welt wartet gespannt auf die Ergebnisse aus der Forschung. Okay, wir haben auch so ein Frankensteins Monster im Keller. Okay, müssen wir vielleicht wiederbeleben? Genau, das weiß man nicht. So, Naturwissenschaft, ein Buch über die Zusammensetzung der Welt um uns herum. Das klingt irgendwie normal. Eine der größten und bekanntesten natürlichen Energiequellen ist der Blitz. Die elektrische Ladung wird durch Tropfen im Gewitterwolken aufgebaut. Jedes Tröpfchen spaltet sich beim Fallen auf, nimmt eine positive Ladung an und gibt der umgebenden Luft eine negative. Ist die Ladung groß genug, entlädt sie sich durch einen Blitz. Blitze folgen dem leichtesten Weg zur Erde, das heißt dem mit dem geringsten Widerstand. Deshalb schlagen sie oft in hohe Metallstrukturen ein. Die Ladung, die bei einem 1 Kilometer langen Blitz geerdet werden muss, beträgt viele Millionen Joule. Könnte diese Energie aufgefangen und gespeichert werden, hätte man gewaltige wirtschaftliche Vorteile für die Menschheit. Leider ist es unmöglich, vorherzusagen, wo der nächste Blitz einschlägt. Außerdem ist es sehr gefährlich, da niemand weiß, wie viel Energie ein einzelner Blitz mit sich führt. Ja, da hatte ich schon mal gesagt, es gibt auch einen Zauber, irgendwie Gewitter, Sturm beschwören oder Sturmbeschwörung, genau. Von hoher Stelle ausgesprochen wird ein Sturm beschworen. Da auch im Vorwort vom Handbuch ja steht, dass wir Stromprobleme haben. Und ja auch unten bei Frankensteins Monster ja auch scheinbar kein Strom existiert. Denke ich mal, dass wir uns drum kümmern sollten. Da fällt mir auch ein, dass ich diese Treppe nach oben im ersten Stock noch gar nicht... Ja, die müssen wir noch gucken. Da geht's ja nach oben. Wo waren wir? So, das ist die Welt um uns herum. Da ist nichts mehr. Alles schön abklicken. Nee, da ist nichts mehr. So, und hier hatten wir, glaube ich, schon geguckt. Das waren die beiden Seiten vom Fenster, ne? Ich klicke nochmal schnell durch. Nur um sicher zu sein. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal durchgeklickt, wo ich auch gesagt hatte, dass ja hier gar keine Kategorien drüber sind. Nee, da ist nichts mehr. So, liegt noch irgendwas im Raum? Nee, ist auch nichts runtergefallen wieder. Dann... Hier fliegen die Bücher. Dann sind wir, glaube ich, jetzt fertig. Wir haben alles gelesen. So, wir können wieder raus hier. Ja, und der Kindergeist hält wieder die Tür zu. Warum hält eigentlich ein Kindergeist die Tür zu einer Bibliothek zu? Das hat sich mir auch noch nicht so ganz erschlossen. So, den Ausgang suchen. Da ist der Ausgang. Moment, da hängt noch ein Bild an der Wand. Irgendwie kann man das scheinbar nicht mitnehmen. Na gut, egal. So, das nächste, was ich gerne versuchen würde, wäre... wir hatten ja im Keller diesen Assistenten... Nee, nicht den Assistenten, den
Typ im Labor, also vielleicht Dr. Frankenstein, gesehen. Und er hat uns herausgeworfen mit dem Argument, dass wir nicht sein Assistent sind. Und wir haben ja dann bei dem Toten oben im Schlafzimmer solche Bilder gefunden. Ja, nee, da war doch irgendwo sowas. Genau, er sieht doch aus wie so ein Laborassistent. Wir gehen uns mal verkneiden und probieren mal, ob das was wird. So, dafür müssen wir nochmal hoch. Weil für irgendwas muss der ganze Kram ja da sein. So, umdrehen. Und hoch da. Auf dem Rückweg können wir dann noch ein paar Sachen hier lassen. So Kinderspielzeug und so ein Kram. So, wo war das jetzt mit den Kostümen? Nee, das war die Kantine. Computerraum. Nee, dann war das dann eins weiter. Genau, es gibt den Kostümraum und es gibt ja diesen Make-up-Raum, genau. So, hatten wir hier irgendwo einen Kittel gesehen? Da hängt was weiter. Ein weißer Kittel. Okay, das könnte vielleicht für eine Arztverkleidung sein oder eine Assistentenverkleidung. So, und dann gehen wir mal noch in den Make-up-Raum. Jetzt wird's toll. okay. So, nochmal Bild gucken. Wegen... Wobei, die Haare weiß ich noch, wie die aussehen. Da weiß ich noch. Ah, nee, das ist Biene und noch irgendwas. Da, das waren die Haare. Diese Strubbelfrisur. Die nehmen wir bitte auch mal mit. Dann schauen wir mal. Nee, die Haare sind weiß. Nee, das ist die adligen Frisur. Nee, da muss das da stimmen. Okay, dann hatten wir ja noch diesen Schminkkoffer. Oh. Wir sehen sehr schick aus mit unserem Ritter. Okay. Wir verwandeln uns. Können wir das mal bitte anziehen? Ja, das kommt schon mal hin. Dann noch den Kittel dazu. So, und dann brauchen wir noch diverse Accessoires. Der hat irgendwie so eine Brille an. Sehr auffällige Zähne. Das da war es, glaube ich. Genau. Ja, diese komische Brille. Ein Schnurrbart. Weiß nicht, eine Nase gab es, glaube ich, auch. Aber die Zähne sind halt auch sehr auffällig. Schauen wir mal in unsere Box rein. So, ich würde sagen, wir brauchen die Zähne. Ja, diese komische Brille da. Dann das Bärtchen, glaube ich. Oder? Wir schauen nochmal zur Sicherheit. So, das da untersuchen. Ja, der Schnurrbart stimmt. Aber ich glaube, wir brauchen noch eine andere Nase. Und Augenbrauen müssen wir nochmal vergleichen. Nee, Augenbrauen passt. Man sieht die Zähne jetzt nicht so. Aber es gibt nur das eine Paar Zähne. Wir schauen mal noch, ob wir die Nase noch haben müssen. Dann verliert er den Bart. Wo ist der jetzt hin? Da. Hat er die Zähne noch an? Nochmal Nase gucken. Ja, die Nase geht so über den Schnurrbart rüber. Ich glaube, das ist es. Ja, so können wir mal bei dem Herrn im Labor aufschlagen. Mal schauen, ob er uns immer noch rauswirft. Sehr schön, sehr praktisch, wenn man einen ganzen Kostümraum hat. Das wäre was für Fasching. So, da lang. Nein, da wollte ich nicht hin. Dann nochmal eins weiter und dann um die Ecke. Und Knöpfchen drücken. Rein da.
Umdrehen. Zack. Nicht in den Keller. Ich habe jetzt kurz an den Indianer gedacht, dass der wahrscheinlich immer noch schmollt. Und habe mich verdrückt. Ups. So, erster Stock. So. Dann lassen wir mal kurz noch das Kinderspielzeug hier. So, das kann auch hier bleiben. So. Dann sind wir ready to go. Gehen nochmal in Studio 2. Und dort in den Keller. Hallo? Können wir hier bitte... Hä, wieso elektronisch verriegelt? Spiel, willst du mich jetzt auf den Arm nehmen? Wir waren doch da jetzt schon mehrmals drin. Naja gut, egal. Spiel ist seltsam. So, und... Ja, wieso steht da Elvira und wenn wir rangehen, ist da nichts? So, durch die Küche ging es in den Keller irgendwo. Genau hier. So, runter da. So, dann war ja hier nur die Zelle, ne? Mit dem... Ja, okay. So, rechts war Frankensteins Monster. Und da sind noch diverse Körperteile. Das muss ich auch noch alles einsammeln. Und hier gibt es noch Reagenz. Was war denn das? Auch ein Reagenzglas. Muss ich alles noch einsammeln. Am besten mache ich nochmal eine Tour durchs ganze Haus und schau mal nach dem Rechten. So, aber er hat uns letztes Mal rausgeworfen. Schauen wir mal. Hi. Wer bist du? Du bist nicht mein Assistent, raus hier. Hm. Aber wir sehen... Na gut, wir sehen aus wie ein Laborassistent. Ich weiß ja nicht, ob das seiner ist. Da haben wir irgendwas falsch gemacht. Haben wir das ganze Zeug überhaupt noch an? Vielleicht war die Nase zu viel... Also ich war jetzt eigentlich der Meinung, dass wir aussehen wie Laborassistent. So, wir tun das alles nochmal neu anziehen. Und schauen nochmal auf das Bild. Oder war die Nase zu viel? Kein Spiegel dabei. Wir versuchen es nochmal. Vielleicht war irgendwas nicht angezogen. Die Tür ist verriegelt und du hast keinen passenden Schlüssel? Ist das so ein was, wo man sich aussperren kann vom Spiel? Oder muss man gar nicht bei ihm den Assistenten mimen? Also mich verunsichert schon, dass der Indianer schmollt. Aber das da verunsichert noch mehr. Oder... Na gut, das Spiel sagt, wir haben keinen passenden Schlüssel. Wir haben diesen Schlüssel da. Den wir einfach nur in den Raum legen. Das fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich nicht gut an. Ich hätte doch vorher speichern sollen. Aber kann man sich wirklich so vom Spiel aussperren? Weil ich glaube nicht, dass es hier einen NPC gibt, den man nicht braucht, weil so viele menschliche NPCs gibt es nicht. Okay, wir laden mal wieder. Wir müssen kurz die Bücher durchklicken, weil das gibt nämlich auch Erfahrung. Zumindest glaube ich, das Buch öffnen. Kult war ja nicht mehr so viel, ne? Dann kam noch die Medizin. Das war auch nicht viel. Nee, es gab keine Erfahrung dafür. Vielleicht nur für manche Bücher. Ansonsten hätten wir noch die Naturwissenschaft. Nochmal schnell durchklicken. Also, ich weiß nicht. Wie das hatten wir gerade? Wie seht denn ihr das?
fühlt sich in diesen alten Spielen, da kann man echt nicht davon ausgehen, dass die Entwickler das zu Ende gedacht haben oder dass es ihnen wichtig war, dass man in keinen Softlock reinkommen kann. Da war der Ausgang. Ha. Okay. Wir versuchen das nochmal mit dem Kostüm. Weil für irgendwas muss dieser ganze Kram ja da sein. Weil es sind ja immerhin zwei Zimmer nur mit Kostümzeugs. Also muss das im Spiel eine Bewandtnis haben. Und wir haben ja die ganzen auch Vorbilder von den Gesichtern. Dass man weiß, welche Schnurrbart und was auch immer dazugehört. Ja. Das war wieder die Kantine. Ich habe eigentlich gerade keinen Hunger. Wir müssen nicht in die Kantine. So, wir nehmen nochmal den Kittel. Und ziehen den an. So. Wir müssen uns irgendwann auch mal noch als Biene verkleiden. So, und dann nehmen wir die Frisur. Nee, das war... Da, die Frisur. Und ziehen die an. So, und dann gehen wir zum Accessoire-Koffer. So, vielleicht ist unsere Nase auch die richtige. Wir schauen mal nach den Nasen von den Bildern, ob da irgendeine Nase anders aussieht. Ja, die sehen gleich aus, die beiden. Ja, die beiden, wo man die Nasenlöcher nicht so sieht. Da sieht man keine Nase. Hier sieht man die Nasenlöcher. So, und bei uns in Urform sieht man auch die Nasenlöcher. Also, und die Nasenlöcher müssen weg. Und die komische Brille. Da gab es auch noch Augenbrauen. Ja, wir haben... Ah, wir haben keinen so einen Wildwuchs an Augenbrauen. Das ist nicht unbedingt verkehrt. Ah, ja. Ich glaube, so wird da ein Schuh draus. Aber wir ziehen zuerst mal die Nase an, weil dann war der Schnurrbart wieder weggegangen. Eine falsche Nase, ja. So, jetzt sind die Nasenlöcher weg. Dann brauchen wir den Schnurrbart. Dann brauchen wir die Zähne. Dann brauchen wir gescheite Augenbrauen. Ah, ja. Okay, die Brille. So, wir haben... Was ist das? Ah, Bienenmaske. Okay, das ist dann die Nase der Biene. Jetzt haben wir Wildwuchs. Okay, wir schauen nochmal ein letztes Mal aufs Bild. Vor allen Dingen, dass wir auch wirklich alles angezogen haben. Haben wir die Zähne an? Genau, das weiß man nicht. Sollen wir einmal gucken. Ja, bei ihm sieht man die Zähne mehr. Aber ich glaube, das ist einfach nur, dass der Spieler auch weiß, dass da Zähne drin sind. Die nicht unsere eigenen sind. Okay, wir versuchen das nochmal. So, diesmal erster Stock. Kein Keller. So, den Kinderkram nehmen wir jetzt mit, da kümmere ich mich dann später drum. Ich muss eh noch mal eine Reise durchs Haus machen und noch gucken, ob ich alles eingesammelt habe. Nein. Halt. So, da so rein so und dann da so und dann da so. Genau. Das, ah ja, das gibt Erfahrung, hier reinzugehen. Dann haben wir das nochmal gemacht. So, und dann war hier das Labor. Wir speichern diesmal ab. So. Und gehen jetzt mal rein. Und schauen, was passiert. Hi. Hallo Cedric, was kann ich für dich tun? Okay. Eine Formel mich, eine Woche Urlaub, Gehalt erhöhen,
Oder können wir dem Professor oder was er ist helfen? Oder Doktor? Formelmischen. Ah, wir haben das Giftrezept gefunden in der Bibliothek. Lass mich allein, ich bin beschäftigt. Können wir dir vielleicht helfen? Hau ab, lass mich allein, ich bin beschäftigt. Haben wir uns jetzt wieder ausgeschlossen? Das ist schon allein, dass der Indianer schmollt, gibt kein gutes Gefühl, aber. Ja, ich habe auch Elvira 1, glaube ich, insgesamt nachher 2-3 Mal gespielt. Okay, Formelmischen, er ist beschäftigt. Und wir können ihm auch nicht helfen. Ich will hier mich umsehen, nicht mit ihm reden. Können wir ihm das Rezept geben? Haben wir denn das? Das war das da, oder? Eine chemische Formel für ein sehr starkes Gift. Warum auch immer wir das brauchen? Aber irgendwie geben können wir ihm das nicht. Lass mich hier allein, ich bin beschäftigt. Wir gehen mal in die Pause, das fühlt sich irgendwie seltsam an. Also bis gleich.